was wir finden, ist, dass es eine 32% höhere Wahrscheinlichkeit gibt, die Zwangsstörung zu entwickeln, wenn man im Alter von 15 das Opfer von Bullying gewesen ist. Das heißt, das ist ein signifikanter Zusammenhang, und es ist natürlich auch diese zeitliche Entzerrung ist gegeben. Ja, wir wissen genau, die Diagnose lag noch nicht vor, oder dafür konnten wir kontrollieren. Wir konnten diejenigen ausschließen, die als Kind schon OCD haben, um eben das wirklich clean berichten zu können. Das ist halt wirklich das Bullying. Zum Zeitpunkt des Bullyings eben noch keine Diagnose vorlag. Mhm. Macht man immer mit zusätzlichen Analysen dann, dass man sagt, okay, jetzt nehmen wir nochmal alle raus, die vorher schon OCD hatten, und wir zeigen dann eben dieses Pattern, was eben deutlich macht, dass diejenigen, die später OCD entwickelt haben, höhere Bullying-Erfahrungen mit im Alter von 15 gehabt haben. Dass es also einen Einfluss hat auf die Entwicklung der Zwangserkrankung. Ja, du, ich finde, das macht total Sinn, weil ich höre das auch häufiger, dass Menschen mit OCD berichten, ja, sollte man zum Beispiel das Thema Mobbing-Erfahrung auch mit zum Beispiel die Expo mit reinnehmen, zum Beispiel da imaginative Exposition zu machen. Mhm. Das heißt, der Begriff fällt schon irgendwie häufiger, und ich habe da auch schon häufiger drüber nachgedacht. Das passt ja auch so ein bisschen. Häufig, also im englischsprachigen Raum, sieht man dann häufig bei Instagram oder auch woanders, also wirklich auch von seriösen Quellen, wo dann gesagt wird, OCD ist im Prinzip so ein der Bully im Kopf, also derjenige, der in deinem Kopf ist, der dich selbst mobbt. Ich glaube, dass, oder ich stimme dir total zu, dass es wirklich eigentlich sehr, deswegen haben wir auch daran gedacht, sehr plausibel ist, Bullying in Erwägung zu ziehen, weil natürlich die Patienten, möglicherweise auch bevor sie die ganze Diagnose haben, bereits Rituale haben, bereits Verhaltensweisen zeigen, die es wahrscheinlicher machen, dass sie Bullying ausgesetzt werden. Ja, also wenn man als Kind schon kleine Rituale hat, und man darf ja nicht vergessen, also Kinder sind ja, oder Jugendliche sind ja teilweise auch sehr brutal, wenn ich das mal so sagen darf, in dem Sinne von Unterschiede zu finden. Also ja, in der Schule herrscht Anarchie. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man halt leichter gehänselt wird, wenn man sich länger als die Hände wäscht, wenn man ständig die Sachen nochmal anders anziehen möchte. Ja, also das heißt. Aber hattest du nicht vorhin gesagt, die Diagnose liegt dann eigentlich noch nicht vor? Nee, aber ich glaube, es ist schon vorstellbar, dass natürlich trotzdem schon so gewisse Tendenzen da sind, auch gerade wegen der Dimensionalität. Oder wir stellen halt auch immer fest, wir untersuchen ja immer den nicht betroffenen Zwilling auch. Ne? Und die haben immer auch Symptome, das ist denen nie ganz fremd. Ja, das heißt, wenn man dieses genetische Profil hat, dann macht es wahrscheinlicher, dass man auch schon bestimmte Verhaltensweisen erkennen kann. Und deswegen ist es für mich eigentlich nicht verwunderlich, ein OCD, dass einige OCD-Verhaltensweisen vielleicht schon früher da sind und dann eben auch dem Bullying eher ausgesetzt sind. Okay. Ja, es macht Sinn. Ich meine, man weiß ja auch zum Beispiel, solche Themen wie Perfektionismus oder so spielen ja auch bei OCD häufig eine Rolle. Und vielleicht hat man auch diese perfektionistischen Tendenzen. Und dann wird man deswegen vielleicht gemobbt, und das ist dann eher so eine, ja, es sind dann so Zusammenhänge, die dann bestehen, dann führt das eine zum anderen. Symmetrie wäre vorstellbar, dass ein Kind zum Beispiel gerne seine Unterrichtsmaterialien genau in einer bestimmten Art und Weise anordnet und ausrichtet, ohne jetzt wirklich schon eine Zwangserkrankung zu haben. Aber das ist einfach das so macht und das wichtig findet und da nicht durcheinander kommen möchte. Aufgrund von leichtem magischem Denken vielleicht oder sowas, also so eine Tendenz zumindest schon. Und dann finden Bullies das lustig und fangen an, die Ordnung kaputt zu machen und, also böse gesagt, jetzt haben ihren Spaß daran, wenn das Kind darauf dann halt durch Weinen reagiert. Ja. Ja. So, also von daher ist es für mich ganz gut vorstellbar, dass halt so leichte Züge der Symptomatik bereits schon da sind und die es wahrscheinlicher machten, dass man dann Bullying-Erfahrungen ausgesetzt ist, ganz im Sinne einer Vulnerabilität eigentlich. Ja. Jetzt hast du gesagt, die Chance ist ungefähr dann, die Wahrscheinlichkeit ist 30% erhöht, dann an OCD später zu erkranken, wenn man auch gemobbt wurde in diesem entsprechenden Alter. Ja. Ich versuche gerade das so ein bisschen einzuordnen. 30% signifikant. Ist ja schon ganz ordentlich, habe ich jetzt das Gefühl. Jetzt wäre für mich auch so als bisschen Statistikinteressierter interessant, wie viel kann man denn von der Varianz denn erklären?
Also das ist ja jetzt die Wahrscheinlichkeit. Ja, ist ein anderer Ansatz. Also es ist nicht das Twin-Modeling, was wir da erstmal gemacht haben, sondern es ist eine, wie wir sagen, eine Assoziation auf Populationsebene. Das heißt, da sind alle Zwillinge drin erstmal, egal ob eineiig oder zweieiig. Und man guckt einfach nur den Effekt der Diagnose an von OCD auf das Bullying oder die Assoziation zwischen Bullying und der Diagnose. Mhm. Und das sind im Endeffekt Odds Ratios, die da rauskommen. Das heißt, Odds Ratios können wir mal so interpretieren, wenn Odds Ratio von 2, dann ist zum Beispiel, dann habe ich ein doppelt erhöhtes Risiko. Mhm. Und in dem Fall haben wir halt ein Odds Ratio von 1.32, das sind halt eben die 32% erhöht. Ja, wenn es 1 wäre, dann wäre es kein Unterschied zur Allgemeinbevölkerung. Und das heißt, es ist kein riesiger Effekt. Ja, also ein Odds Ratio zum Beispiel, das Odds Ratio für Suizid zum Beispiel, wenn man OCD hat, ist zum Beispiel 10-fach erhöht. Mhm. Ja, das heißt, das sind dann viel, viel größere Effekte. Ja? Ja. Das ist ja auch was, für mich ist das immer noch das ist ein Thema, so ein bisschen zu springen, aber es ist einer der wichtigsten Befunde, eben die Schwere von OCD nochmal wirklich in Zahlen auszudrücken, ja? Dieser Suizidalitätsbefund. Aber grundsätzlich heißt es halt, es ist ein signifikanter Effekt, aber der Effekt ist auch nicht riesig. Das heißt, wenn er das Odds Ratio 2 wäre, dann wäre es eben doppelt erhöht. Und so kann man es ungefähr in die Perspektive packen. Verstehe. Und wir hatten ja auch vorhin gesagt, wenn ein erstgradiger Verwandter OCD hat, dann hat man ja auch die 5-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit. Ist es auch ein Odds Ratio? Kann man das damit auch im Vergleich setzen? Ja, genau. Diese Befunde sind auch Odds Ratios. Okay. Genau. Und da guckt man sich halt an, wir springen jetzt so ein bisschen, aber in diesem genetischen Epidemiologiebefund, den ich genannt habe, das sind auch Odds Ratios. Und da bedeutet es halt, 5-fach erhöht selber OCD zu haben, wenn man einen, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, wenn man einen Verwandten hat, der OCD hat und einen erstgradigen Verwandten. Und da gab es eben diese Abstufung. Okay, genau. Das heißt, von der Größenordnung kann man es jetzt vergleichen, 5-fach zum Beispiel erstgradige Verwandtschaft und jetzt 1,32-fach, glaube ich, ne, bei Bullying. Also so kann man es sagen. Von der Größenordnung. Macht Bullying OCD später wahrscheinlicher. Ja. Okay, ich meine, dann ist der Effekt jetzt nicht riesig, aber signifikant und macht für mich so rein auf den ersten Blick intuitiv total Sinn, sowohl von der Größenordnung als auch, dass ihr was gefunden habt.